So, also Baustelle beliefern. Okay, 100 Stahl und 70 Arbeitskräfte. Ah. Glaube, das wird schwierig mit dem Hafen. Der große Kapitän und geliebte Vordenker unseres Landes wäre mehr als hoch erfreut, würden die von ihm geschaffenen Wasserstraßen auch gebührend genutzt. Und Donauschifferin Nadja freut sich über jeden Auftrag. Die Eisenbahn des Landes ist sehr gut ausgelastet. Das macht den Kanal für Gütertransporte unabdingbar. Zum Glück hatte der Kondukator die Güte, dieses geniale Bauwerk zu errichten. Ja, gut, dass wir ohnehin schon dabei sind, die das meiste per Schiff zu bringen. Ist ja dumm. Kann hier trotzdem per Schiff anliefern. Muss man halt nur einen kleinen LKW-Hub bauen. Das ist ja jetzt nicht so das Problem. Eine LKW-Station. Dann brauchen wir hier oben ein LKW-Terminal. Da darf ich es nicht hinbauen, da brauche ich es hier hinter. So, passt. Das heißt, ihr was verbunden, ne? Genau. Hier verwalten, Haltestelle hinzufügen. Zack. Ihr könnt jetzt noch Stahl mit abliefern. Neue Linie. Zack. Rollladen einer Fracht nach da oben. Stahl, Stein. Und mit dem Stein sollte ich auch irgendwo hin, ne? Stein abholen. Ausgehoben Stein zu den Außenbezirken von Bukarest. Okay. Ja, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Dann hätte ich hier gerne eine LKW-Terminal. Ein Straßenfahrzeugdepot. Zack. Kaufen zwei LKW für Stahl. Und dann bauen wir ein paar Straße. Oh, auf welcher Seite der Donau möchten wir denn fahren? Da wir fahren hier oben lang. So ganz nett hier. Straße. Falls ihr euch fragt, nein, ich habe mir die Mission nicht vorher angeguckt. Ich habe nicht gewusst, dass ich hier irgendwie 200 Waren
per Schiff transportieren muss. Das war einfach nur ein glücklicher Zufall, weil ich finde die Map und die Bauweise, es hat sich alles halt schon ein bisschen angeboten, Sachen per Schiff zu machen. Dann haben wir halt auch noch so ein nettes, flexibles Schiff, das so alle möglichen Waren transportieren kann. Also, ja, warum nicht, ne? So. Muss ich gerade mal kurz schauen. Stahlstein fährt hier rechts. Dann können wir das andere bisschen verlängern. Neue Linie von hier. Hat noch volle Ladung. Bis voll ist. Und dann. Ach so, warte mal. Haha. Da bin ich noch gar nicht. Das ist eigentlich egal, in welchen Bezirk. Dann möchten wir den Nordbezirk. Ja, komm. Liefern wir den Nordbezirk. Zack. Ja, Haltestelle hinzufügen. Stein nach Bukarest Nord. Nord. Dann. Du. Hier einen hübschen Kipper. Haben wir erstmal 6 Stück. Meine Frage wird nämlich sein, wie viele Leute können hier stehen, ohne den gesamten Verkehr aufzuhalten? In welch wissender Voraussicht hat unser genialer Konduktor den Donau-Schwarzmeer-Kanal errichtet? Er erweist sich als absolut unentbehrlich. Ach, den bauen wir noch. Moment, ich dachte, das hier wird der Donauschwarten. Okay. Von mir aus. Nee. Nee, 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 nee. Ihr haltet hier bitte an der 1. Bringst du schon Stahl oder bist du leer? Du bist leer. So, wenn ich mir das so angucke, können hier noch ein paar. Ich glaube, wir können hier tatsächlich einmal verdoppeln. Wir lassen euch 10 Minuten warten. So. Wo sind meine Schiffe? Bist du hin? Immer um. Du sollst nach Bukarest Ostbezirk Hafen. Du bist auf dem Weg nach Bukarest Ostbezirk. Habt ihr denn alle noch Eisenerz geladen? Du bist auf dem Weg. Sehr belastend. Man soll der Stahl mitnehmen. Da ihr so krasse OP-Schiffe seid, könnt ihr bestimmt auch Stahl transportieren. Richtig? Richtig. So, und wir brauchen Arbeiter hier oben.
So, wir können hier ein Passagierterminal mit anschlemmen. Das ist ein bisschen unpraktisch jetzt, ne? Ja, normalerweise gerne. In dem Fall finde ich das gerade nicht gut. Wir machen hier eine Bushaltestelle hin. Dann verbinden wir diese Stadt hier damit. Umfahren den Baum hier. Oh, zack. Konstanza. So, Bushaltestellen. Aber sind wir nicht so. Eins. Drei. Nee. Da bitte. Eine im Zentrum. Eine hier noch im Außenbezirk. Und dann geht's da hoch. Und dann geht's wieder zurück. Kleine Strecke. Zack, 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 zack. Konstanzer Bus 1. Eine Limousine, nein. Habe ich vorhin gesagt, ich habe den kleineren Dings gekauft, weil er schneller ist. Was ist denn los mit mir momentan? Wir lassen hier die MANs fahren. Hier in Bukarest. Ne, nicht Linie verwalten. Fahrzeuge verwalten. Ne, nicht alle Fahrzeuge klonen, alle Fahrzeuge ersetzen. Hier kommt der Dicke hin. Wird wahrscheinlich auch nicht so viele brauchen. Könnte ich sehen, wie viele auf der Linie unterwegs sind. 108 und 252. Ja, doch, ist okay. Lassen wir erstmal so. Ist hier schon Stahl angekommen? Nein. Wohl nicht. Also wenn ich mir die Geschichte hier gerade so angucke, vielleicht habe ich es mit meinen LKWs ein bisschen übertrieben. Hier könnte einer womöglich reichen. Weil hier kommt da nicht. Jetzt wartet auch wieder nichts mehr. Das heißt, der ist exakt voll geworden gerade. Da kommt noch ein Schiff mit 11 Stahl. Ja, das hätte auch einer erledigen können. Da kommen wir mal 31 Stahl. Dann werden wir den Kollegen hier einfach mal löschen. Soll der alleine fahren? Finde ich okay. Und hier weiß noch nicht genau, wie viel ich hier brauchen werde, aber Fakt ist, nicht allzu viele mehr. So, machen wir so. Vor allem, wenn er hier ablädt. Und hier 17, der kann 21 laden. Das heißt, der macht nicht mal zwangsläufig einen von den LKWs voll. Und jetzt wartet da ein bisschen was an. 11. Steht da auf und dann wartet er wieder. Aber ja, wir haben bereits 51 Stahl geliefert, 49 Stein abgeholt und 25 Arbeitskräfte transportiert. Klingt doch schon mal nicht verkehrt. So, der Bus bringt jetzt endlich unseren letzten Arbeiter zur Baustelle. Frag mich, ob jetzt
Einfach ein Kanal entsteht oder. Alles ist bereit, um Ah ja. dieses kolossale Werk mit größter Präzision zu vollenden. Muss ihn selber graben. Grabe den Kanal im markierten Bereich. Ja, ist fein. Ist fein. Vorher muss ich wohl über die Straße hier ein bisschen einkürzen. Keine Sorge, die kommt gleich wieder. Hab ich. Kann ich hier jetzt einfach runterbuddeln und dann fließt mir das Wasser? Ja, kann ich. Ich nicht noch größer? Frage mich, ob mich das Spiel als fertig nachher irgendwann haben lässt, ohne dass ich wirklich beide Enden miteinander verbunden habe. Aber wahrscheinlich eher nicht. Das habe ich tatsächlich noch nie gemacht, den Transportfieber. Selber irgendwie Fluss oder halt einen Kanal angelegt. Muss ich mal, wenn ich freies Spiel mache, darauf achten, ob sich das irgendwo mal lohnt. Aber klar, es kostet Unmengen Geld, ne? Aber 85%. Hier kann noch ein bisschen. Die verändert hier nichts, oder? Ah, das hier ist noch auf der blauen Linie. Ja, ich sehe es. Ich sehe es. Eine Sensation. Der in Rekordzeit vollendete Kanal zeugt von der Genialität unseres Kondukators. Inzwischen hatte Frau Dr. Elena eine weitere gloriose Idee. Ein Programm zur Systematisierung der Quartiere. Ein starkes Erdbeben hat unlängst große Teile der Hauptstadt zerstört. Zeit, die traurigen Überbleibsel dem Erdboden gleichzumachen und eine zukunftsgerichtete sozialistische Stadtarchitektur zu verwirklichen. Ein Fingerzeig von Frau Dr. Elena bedeutet: abreißen, modernisieren, zivilisieren. Es gibt viel zu tun. Informiere dich in unterschiedlichen Bezirken in Bukarest, welche genialen Ideen dort realisiert werden sollen. Oh, wie schön. Ich habe das Fragezeichen verfehlt. Das Gewirr aus krummen Gassen ist zum Glück bald Geschichte. Künftig werden die Wege schön ordentlich und rechtwinklig angelegt. Das macht alles einfach und effizient. Beeindruckende Blocks zeugen von visionärer Wohnbaupolitik. Gigantische Komplexe aus Stahl und Kunststoff werden tausenden glücklichen Familien ein gemütliches Zuhause bieten. Die baufälligen Baracken im Zentrum sind Frau Dr. Elena schon lange ein Dorn im Auge. Sie beleidigen ihren Sinn für Ästhetik. Hinfort damit! Drei Häuser und drei Straßensegmente. Nordbezirk hätten wir. Westbezirk. Sollen einfach nur die Punkte verbinden. Ja, okay, spielen wir mal nach Zahlen. Sinn.
Nee, nicht mal nach Zahlen, aber. Ah. So. 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 Hey, wir bauen das schön gerade, damit Frau Elena zufrieden ist. Bin ja nicht so. Schön, noch ein bisschen krumm und schief hier alles zusammenbauen. So. Oh, bau nicht möglich. Okay, und das Zeug. Ne, warte mal. Hier liefern wir aktuell Stein. Ostbezirk möchte Stahl und Plastik haben. Den Stahl. Stahl ist kein Problem. Plastik. Naja, für 50 Einheiten, ganz ehrlich. Machen wir halt mal. Oder ich zwecke mir hier oben ab. Mir den Plastik hier oben ab. War ich mir ein bisschen weg. Zack. Na, in den Ostbezirk, ja. 50 Stahl, 50 Plastik. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Hier können wir beides anliefern. Das ist aber so, dann neue Linie. Zack. Hier bitte einmal. Nur Plastik mitnehmen. Vollladen. Wait forever. Nach Plastik Bukarest Ost. Und ich kaufe genauso viele LKWs, dass jeder einmal fahren muss. 17, 31, 40, richtig? Nö, ist es nicht. 14, 21, 3 Stück sind 51. Und Stahl greife ich mir hier ab. Ja. Muss auch anders machen. Das da weg. Und das will ich schon behalten. Nee, möchte hier dann aber eine saubere Abzweigung daraus machen. So, in etwa habe ich mir das vor. Zack. So, neue Linie von hier nach da. Dafür brauchen wir dann aber auch nur ein LKW. Hier wird Erz angeliefert. Stahl, ja, dann ist das egal. Muss ich keine Angst haben, dass er mir jetzt Eisenerz darunter bringt. Kaufen, dann brauche ich hier auch nur ein LKW. Neue Linie. Und hier voll laden. Ich habe die Linie gerade schon eingerichtet, ne? Macht das gerade doppelt, aber hey, löschen wir die andere Video. Da diese Linie 1, da die löschen wir einfach. Und das hier ist Stahl.
Bukarest Ost. Ast. LKW müsste unterwegs sein, jawohl. Moment, jetzt reicht keiner von euch mehr bis zur Fabrik hoch? Was ist das für ein Käse? Das heißt, du. Weil ich das Ding hier jetzt gebaut habe, oder was? Ach, come on. Reicht das jetzt wenigstens wieder? Nicht für den. Ja, klick, klick, ich weiß. Also, den kann ich gerade nicht mal wegmachen. Okay, also von hier. Da. Ah, ungefähr. Na hier. Zufrieden, Spiel? Reicht das wieder nicht? Mal hier jetzt an. Da. Reicht das jetzt? Nö. Ist das belastend? Jetzt konnte ich das Ding wegreißen, ja? Das ist ja spannend. So. Nochmal. So. Dahin komme ich. Reicht immer noch nicht. Das ist unglaublich. Das passt jetzt aber wieder, ja? Okay. Geht hier irgendwo mitten rein? Da, Bukarest Ost, Linie verwalten, Haltestelle hinzufügen. Laden. So. Wie bist du jetzt zufrieden? So aus. Okay. Das Schiff lädt Stahl. Finde ich nicht okay, aber hey. Verarschen. Willst du mich verarschen, Spiel? Das hat doch gerade noch alles gepasst. Muss ich die Straße. Straße hier behalten. Okay. Von mir aus. So, und wir haben hier Stahl. Okay, es funktioniert also jetzt wenigstens.
Wie sieht's aus mit dem Plastik? Bin ich mir noch nicht so sicher. Ein bisschen dauern, bis der da ist.